Hallo Leute, da sind wir schon wieder zurück zu Alex. So. Wir sollten hier irgendwo einen Waffenlieferanten vielleicht finden. In der Nähe eines kaputten Windrades. Das sieht kaputter aus wie das andere. Tatsächlich. Das andere hat sich hier noch ein bisschen gedreht. Mal hier erstmal noch. So. Dann gucken wir doch mal, was hier so Phase ist. Ich wollte, dass du den Apfel nimmst, Kumpel. Da gibt es keinen Apfel. Okay. Ein Mana-Trunk. Besen. Gutes Messer, gute Gabel. Steak-Teller-Rezept. Na, guck mal an. Schlafen wir mal gleich bis zum nächsten Morgen. Es regnet zwar, aber ist egal. Tja. Ach, das sind mehrere. Da sind mehrere Windrädelchens. So. Hallo. Der wird dann schon hier irgendwo sein. Der Typ. Irgendwo. Kommt ein bisschen Geröll runter, aufpassen. Ah, können wir jetzt. Die Red. Ah. Dann gucken wir hier mal. Rotpatrone. Tja. Ah. Im letzten vielleicht oder da unten in dem Haus. Wurde bloß gesagt, in der Nähe von den. Eins, eins, zwei. Hilfe. Wow. Okay. Wird, genau, es wird ja nur gesagt, in der Nähe von den Windrädern irgendwo. Das kann ja jetzt. Auch jetzt da oben sein. Oder da unten.
Wir sagen, wir gehen weiter nach oben. Wo könnte der sein? Auf jeden Fall gefällt mir die Welt bis jetzt. Also so vom Worldbuilding her. Ich habe bis jetzt quasi auch noch nichts. Das sind normale Preise, aber die sind gefährlicher wie Raptoren. Weil sie halt auch dodgen. Oder weil ich drüber schlag. Er fliegt weit. Zack. Nee, nehm an der Pflanze. Mehr nicht? Kleinen Teich. Da rennt wieder ein Vögelchen rum. Achtung! So, da hätten wir noch ein Hüttchen. Vögel. Ich dachte schon, was ist das für ein seltsames Geräusch? Seid ihr Feinde oder Freunde? Das Vieh ist platt. Alles klar. Wow. Okay. Krass. Oh, ich habe hier gespeichert. Oh, da ist auch ein Totenkopfman dabei. Der Totenkopfman, das ist natürlich der, was mich verfolgt. Alter, ihr habt den wirklich schon niedergeboxt? Naja. Da brauche ich gar nicht versuchen, richtig zu kämpfen. Aber so geht's, glaube ich. So kriege ich euch tot. So eine Hunter-Strategie aus WoW. Thank you.
Und ein Trunk trinken. Der letzte wird bloß ein bisschen anspruchsvoll. Ich speichere mal, probieren wir es mal. Nicht vergessen. Ja, obwohl es geht. Es würde gehen. Kriegt man den Trank? Da kommt gleich der Typ. Hängst du für mich, oder? Auf geht's. Nein, tut er nicht. Der gibt am wenigsten XP. Natürlich gibt der Knilch am wenigsten XP. Naja, haben wir geschafft. Ist schon mehr, als ich gedacht habe. Ein toter Berserker. Ich will, dass du das Fleisch lootest. Ratte, Heiltrank, Krug, Berserker. Berserker hier. Tja. Amulett des Wissenschaftlers. Na? Nicht. So. Ach, das ist dieselbe Notiz. Na dann. Was war das jetzt für eine Kolonne hier? Bemerkenswertes Land. Hallo, Fremder. Hallo. Ich habe die besten Waren, die du auf deinen Reisen jemals brauchen kannst. Schauen wir mal. Dann zeig mal, was du hast.
Nur das Beste für einen Abenteurer wie dich. Riesenhammer! Ohne Lederkapuze gibt weniger. Du hast ein paar Heiltränke. Du hast pures Mana. Du hast Fell. Drüsensuppe. Anleitung Ring der Kraft. Ich helfe dir. Ich kaufe mal die Drüsensuppe für 100 sowie deine Heiltränke. 60 Stück habe ich mir jetzt gekauft, glaube ich. Passt. Nicht die Wache fokussieren, sondern den Skeck. Vielleicht kriege ich den letzten Schlag. Nein. Aber ich kann looten. Das Vieh mache ich platt. Ah, eine Wache ist schon tot. Waffe weg. Kluge Entscheidung. So. Nun gut. Wir haben jetzt 65 kleine Heiltränke. Ich hätte gedacht, er hätte 5 für 60. Aber naja. Sind wir wenigstens gut versorgt. Da unten ist noch was. Das sind normale Raptoren. Wow. Ja. Ja, ey, reiß dich mal zusammen da. Der hat halt, der Schakal bringt halt. Eieiei. Wenigstens können wir da gut looten. Wir müssen nämlich wieder Geld reinbringen. Also wir müssen wieder gut shoppen. Oder farmen. Besser gesagt. Na, ich will nicht nochmal gegen so Schakale. Schakale, es macht irgendwie aktuell keinen Spaß, gegen so Viechers zu kämpfen. Wenn man noch so wenig Damage macht. Das sind wieder Skeks, oder? Steinklaue. Aber ach so.
Er ist doch da drüben. Da ist das Windrad und da ist er. Ach so. Dann bin ich eh in der völlig falschen Gegend unterwegs. Das ist kein Windrad, nicht. Es ist. Die Waffe will ich hier nicht sehen. Zombie. Du nimmst ja doch Vernunft an. Klappe. Da sitzt er. Das interessiert ihm nicht. Ring des Widerstands. Erhöht Lebenskraft und die Ausdauer. Da verliere ich 10 Leben, bekomme auch 0 Ausdauer hinzu. Also ist der. Radok. Hm. Du siehst aus, als hättest du schon einmal große Elex-Kräfte besessen. Vermutlich ein ehemaliger Soldat des Eispalastes oder sogar ein Commander? Aber so wie du dich kleidest, ist das offenbar schon eine Weile her. Bist du wie die Kleriker zum Sterben hergekommen oder um Ware in Empfang zu nehmen? Deine Drohungen lassen mich kalt. Natürlich tun sie das, Alp. Hast du etwa schon vergessen, wo dein Ursprung ist? Und bevor du dich fragst, wo der Rest meiner Einheit ist, du wirst sie nicht finden. Ich bin allein unterwegs und so soll es auch bleiben. Trotzdem kann etwas Abwechslung nicht schaden. Seit das Elex nicht mehr konstant in meinen Körper strömt, genieße ich von Zeit zu Zeit die Gesellschaft anderer. Paige schickt mich. Paige. Die Menschen sehen alle gleich aus und führen eigenwillige Namen. Doch du kannst nur die Frau aus der Kuppelstadt meinen. Sie ist mir im Gedächtnis geblieben. Aber wir führen die Unterhaltung besser später weiter. Da scheint jemand seine Niederlage ungeschehen machen zu wollen. Schnell, entscheide dich. Wirst du mir im Kampf beistehen? Du kannst auf mich zählen. Gut. Zieh deine Waffe und dann befreien wir uns von dieser Last. Dich hole ich mir! Kurz die Kleriker plündern. Die Kleriker liegen im Staub und kein Zeichen von ihrem sogenannten Gott. Das sollte dem Rest von ihnen zu denken geben, wenn sie ihre Leichen verscharren. Da, nimm das. Betrachte es als Gegenleistung dafür, dass du mir nicht in den Rücken gefallen bist. Außerdem habe ich etwas für dich, das deine Auftraggeberin in der Kuppelstadt zufriedenstellen wird. Hier, gib ihr das. Für den Anfang wird es reichen. Den Rest werde ich ihr zu gegebener Zeit zukommen lassen. Ich werde es ihr ausrichten. Tu das. Okay. Na gut, na gut. Aber ich bring's natürlich nicht ihr. Sondern den Chef. Gregor.
Ich finde die Kuppelstadt sieht irgendwie richtig nice aus. Wegen der Waffenlieferung. Ich hab, was du wolltest. Das freut mich zu hören. Ich hoffe, die Ware ist vollständig. Überzeug dich selbst. Schon gut. Das Misstrauen ist die Folge meines langen Aufenthaltes hier. Hier, wer mir die Last von den Schultern nimmt, soll großzügig entlohnt werden. Ach ja, der Waffenhändler. Wie steht es um ihn? Lebt er noch? Hätte ich ihn beseitigen sollen? Nein, nein, es war reines Interesse. Dank deiner Aktion glaube ich sowieso nicht, dass in nächster Zukunft weitere Lieferungen ihren Weg hierher finden. Was wurde sonst noch im Konzil von Magalan beschlossen? Im Grunde genommen alles, um einen andauernden Frieden zu sichern. Gefangenenaustausch, Sicherung der Landesgrenzen, Rückgabe fremden Eigentums und so weiter und so weiter. Zyniker würden sagen, die Verträge sind das Papier nicht wert, auf dem sie verfasst wurden. Aber solange sich der offizielle Status nicht ändert, halte ich mich an das, was beschlossen wurde. Einzig und allein kleinere Anpassungen erlaube ich mir. Das erfordern einfach die Umstände. Nicht gut. Nur noch eine Amtszeit, dann kann ich in den Ruhestand. Okay. Eine Lampe. Ach so. Möge Kalan deine Schritte. Wie macht sich die Separatistin? Da ist sie. Du hast den Job als Technikerin. Nachdem du mich bezahlt hast, habe ich auch nichts anderes erwartet. Ich wurde bereits angehalten, mit den Arbeiten zu beginnen. Ich muss noch diverse KI-Systeme überarbeiten, also keine Zeit zum Reden. Bring mir etwas bei. Natürlich. Sehr gut. Clown, Goldschmied-Sockel einsetzen, noch mehr hacken. Hacking-Profi, immer mit der Ruhe und Bergbau. Ja, da können wir bei Gelegenheit einmal lernen. Du bist der Erste, der es kapiert hat. Ich dachte halt. Du sollst nicht denken. Erich? Die Kuppel ist ein Geschenk, Kat. Okay, die geben mir alle nichts mit zu tun. Ist das Paige? Sieht aus wie Paige. Wo bleibt meine Lieferung? Schlag dir das aus dem Kopf. Ich kann mir denken, was passiert ist. Besser, du gehst mir aus den Augen. Hau ab! Okay. Später vielleicht. So. Ah, da ist ja der Wohltäter. Ich habe mal ein paar alte Freunde aufgesucht. Sie haben mir aufgetragen, dir auszurichten, dass wenn du dich spendabel zeigst, sie dir etwas überreichen, das dich nicht enttäuschen wird. Ich verspreche dir, die Anzahlung ist bei mir in guten Händen, also? Na gut, yeah. Du bist ein kluger Kerl. Komm morgen wieder. Ich spiele das Spielchen mit dem mit. So, was findet man hier noch? Was ist das hier? Ah. Vergiss es. Ich schenke an jeden aus. Die Penner können sich aus der Pissrinne bedienen, also spar dir die Arbeit. Was kümmert es dich überhaupt, wen ich bediene? Ich meckere ja auch nicht, wenn ich dich bewirte. Sollte eben nicht mit Stein schmeißen. Mit ihnen? So, so. Ich sympathisiere mit... Hey, Junge! Ist die Kehle trocken oder schmerzen die Füße in den Socken? Egal was es ist, ich habe, was du brauchst. Ein guter Schluck kuriert alle Sorgen. Mhm. Wie läuft das Geschäft? Jetzt, wo fast jeder nur noch anschreiben lässt? Beschissen ist untertrieben. Aber solange ich noch Vorräte habe, gebe ich, was ich kann. Ich mache keinen Unterschied, woher jemand kommt. Solange er sich an die Regeln hält. Aber sag mal... Willst du nicht zufällig ein bisschen was für die Gemeinschaft tun?
Ich würde es begrüßen, wenn du die Nahrung, die du findest, an mich verkaufst. Okay. Die meisten versuchen, aus deiner Situation Kapital zu schlagen, richtig? Alle Achtung! Du besitzt einen scharfen Verstand. Weißt du, ich habe ja nichts dagegen, wenn man etwas von denen nimmt, die zu viel haben. Aber wenn du diejenigen, die nichts haben, auch noch übers Ohr hauen willst, dann geht mir das gegen den Strich. Lass uns handeln. Schnapsreines Elix. Schnaps und reines Elix. Zwei haben wir schon. Ach, in Klammern, das ist das, was ich habe. Oh, jetzt. Verstanden. So, hoffen wir das ganze Wasser von ihm auf. Irgendwelche Neuigkeiten? Seit die Schotten hier dicht sind, kriege ich von draußen nur noch wenig mit. Aber die Zukunft der Kuppelstadt ist wohl eh das einzige Thema, das die Leute interessiert. Jahrelang ging hier alles gut. Aber jetzt brodelt es gewaltig. Ich will nicht sagen, dass es allein die Schuld der Kleriker ist. Denn die Outlaws sind auch keine Unschuldslämmer. Aber trotzdem sollte man sich nicht die Laune vermiesen lassen. Du, hey, komm mal her. Wir beide trinken jetzt einen zusammen. Was gibt es zu feiern? Den Sieg über die Alps. Oder hast du einen anderen Grund? Denn mir ist jeder Grund recht. Hauptsache, ich kann mir etwas in den Rachen schütten. Das passt schon. Soll mir recht sein. Dann nimm einen Schluck. Hier, mein Freund. Auf kommende Zeiten. Und jetzt erzähl mir von deinen glorreichen Taten. Oder hast du bisher nur deinen Arsch breit gesessen und andere für dich kämpfen lassen? Nein, ich habe Aufschneidern wie dir gezeigt, wo es lang geht. Die Eier muss einer erstmal haben, mir so gegenüberzutreten. Damit hast du dir etwas zum Nachspülen verdient. Hier! Warum bist du nicht in Edan bei den anderen Berserkern? Mit denen habe ich nichts mehr gemein. Früher oder später hätten sie mich eh ins Tal verbannt. Aber da bin ich ihnen zuvorgekommen. Hier bist du frei von lästigen Gesetzen und du wirst nicht zur Arbeit auf den Setzlingfeldern verdonnert, um Dampf abzulassen. Das kannst du hier viel einfacher haben. Wenn es dich also nach Abwechslung verlangt, krall dir einfach einen der Outlaws in der Kuppelstadt. Ihre Bewaffnung ist erbärmlich und im Kampf Mann gegen Mann ziehen sie immer den Kürzeren. Frag mal Riley. Der riecht schon, dass er bald fällig ist. Warum sollte ich mich mit ihm schlagen? Es ist längst überfällig, dass ihm jemand einen Besuch abstattet. Dieser verlogene Kerl erzählt überall rum, ich hätte mich an einer dieser Ödlandhuren vergriffen. Was er aber verschweigt ist, dass sie sich von jedem hat besteigen lassen. Und als ich meinen Spaß mit ihr wollte, hat sich das Luder geweigert. Also habe ich ihr den hübschen Schädel zertrümmert. Dumm nur, dass sich die Sache rumgesprochen hat. Und die Wachen mich nicht aus den Augen lassen. Wenn aber ein Neuer einen Streit mit ihm anfängt, würde niemand mich im Verdacht haben und ich kriege, was ich will. Mach ihn also fertig und kassiere im Anschluss bei mir den Lohn dafür. Ja, das ist gut. Schauen wir mal. Machen wir aber in der nächsten Folge. Also Leute, tschüss, bis zum nächsten Mal. Haut rein!